Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch ein Quick Silvester Make-up schminken. Mein Gesicht ist fertig, ich habe fast nichts drauf. Augenbrauen habe ich gemacht, ein bisschen Bronzer, abgepudert, Foundation, Blush, fertig. Ich dich auch, Hasi. Und ja, weiter kann es gehen mit den Augen. Ich dachte, wir machen wirklich so ein Quick. Wir gammeln zu Hause, so habe ich es mir vorgestellt. Auf einmal kriegen wir einen Anruf, wir entscheiden uns spontan loszugehen, ja? Einfach so zack, zack. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir sind eigentlich frisch geduscht und liegen auf dem Sofa so. Und dann Anruf und, oh, okay. Wir fangen an. Wir nehmen uns eine nudige, neutrale Palette. Ich habe jetzt die Minimalist Eyeshadow Palette von Eclee. Keine Ahnung. Ja, ich möchte eigentlich nur einen Nude-Ton auftragen und zwar in meine Lidfalte geben. Wirklich so minimalistisch wie möglich, denn ich habe euch etwas vorzustellen von Essence. Ich weiß auch, dass es das noch gibt. Meine Tante hat sich das sogar gegönnt. In Gold oder Silber. Ich weiß es nicht. Es gibt verschiedene. Also, ihr habt es auf jeden Fall schon mal da. Ihr holt euch das, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass es schon mal zu Hause ist, falls ihr spontan euch entscheiden solltet, irgendwo hinzugehen. So, das war's. Mehr brauchen wir nicht. Im Moment, dann benutzen wir diesen... Gleich, ja. Wunderschönen Lidschatten hier. Metal Chrome Eyeshadow 2 Gramm in der Farbe 02 Iconic. Schaut euch mal wirklich dieses Wunderteil an. Ich nehme meinen Ringfinger. Presse es jetzt mal da drauf. Ich habe selten sowas Metallisches gesehen. Lassen wir mal den Quatsch. Wir wollen jetzt nicht zu viel machen. So, dann gucke ich mal, wie es aussieht. Von nahem. Oh ja, wunderschön. Also ich kann euch auf jeden Fall diese Monolidschatten empfehlen. Das ist einfach pures Silbergold. Ich würde sagen, so ein bronziges Silbergold. Keine Ahnung. Ich kann nicht so richtig sagen, ob das jetzt Gold, Silber oder irgendwas ist. Es ist aber auf jeden Fall wunderschön. So. Also. Der Metal Chrome, davon gibt es ganz, ganz viele Teile. Ich werde mir die anderen auch angucken, weil ich finde, das ist einer der schönsten Lidschatten aus der Drogerie. Ja, ich benutze jetzt mal einen Pinsel, um zu gucken, ob es mit dem auch aufzutragen geht. Also es nimmt auf jeden Fall Produkt auf. Meine Tante hat sich das wirklich gegönnt. Ich fand das so schön. Und ich gehe so ein bisschen aus meinem beweglichen Lid heraus, weil ich genau weiß, es stempelt eh dann ab. Das war's schon. Wir nehmen das Braun hier, das ist etwas dunkler, und tragen uns das minimal hier so auf. Also nur so ein bisschen an der Ecke. Und dann, wenn ihr habt einen etwas flacheren Pinsel, kann auch ein Augenbrauenpinsel sein. Und dann gehen wir nochmal in das Braun rein und tragen uns das Braun hier so schön auf. Meine Foundation gefällt mir wahnsinnig gut heute. Ich habe sonst immer was ganz anderes benutzt. So. Ein braunen Pinsel. Ich zeige euch das nochmal. Gehe hier hinten hin und ziehe eigentlich ich halte mich immer an dieser Ecke und ziehe entweder nach oben oder runter. Dass der dunkelste Punkt hier ist. An der höchsten Stelle sozusagen. Hier. Und von dort aus arbeite ich dann. Gehe dann immer nur so Dipser. Ich rühre dann nicht zu viel Produkt. Klopf einmal ab. Gehe wieder an die höchste Stelle. Nach oben, nach unten.
Und ich fasse ihn in der Mitte an und ganz leicht. Nicht so doll, das gibt nur Flecken. Ganz, ganz leicht und dann wird das was. So. Und für die Leute, die keinen Lidstrich haben möchten, die können sich einen schwarzen Nehmen. Lidschatten, nehmen. Und zwar den hier, denselben Stift, wo wir mit Braun gearbeitet haben. Ein bisschen abklopfen. Also aufnehmen, ein bisschen abklopfen und dann. So den Außen. Winkel verstärken. Und ich finde, das hat einen wunderbaren Effekt. Dieser Look geht wirklich super easy. Das kann man mit allen Lidschatten kombinieren. So, das wär's schon. Etwas zum Highlighten. Da könnt ihr den Highlighter benutzen, den ihr auf euren Wangen braucht. Ich hatte jetzt auch im Innenwinkel denselben Lidschatten benutzt, weil ich es einfach schön fand. Es muss nicht unbedingt hier leuchten, keine Ahnung was. Das Video soll auch ein bisschen meine Mama inspirieren. Sie soll das mal ausprobieren. Geil, Mutti, ich schicke es dir ganz persönlich zu. Es soll ganz, ganz kurz sein. Ich sage mal, ich klebe mir Lashes auf. Falsche Wimpern. Und zwar klebe ich mir in der Zeit, wo jetzt eine Minute die Dinger da dran kleben, benutze ich nochmal den Avon Gedöns. Ich finde den nämlich wirklich festtagstauglich und trage ihn mir auf. Wie kommt das alles? Gerne, seine Söhne waren besen. Und wie habe ich gehabt? Ich könnte doch echt im Kreis brechen. Na, es ist ein einziges Geschmiere mit dem Teller, ohne Witz. Ich würde jede Verkäuferin. Ich werde das Video auch löschen. Löschen, löschen, löschen. Ganz schnell das mein Leben löschen. Ich benutze einen Lip Liner, was ich eigentlich nie tue. Weil ich einfach nicht in der Lage bin, das richtig aufzutragen. Ich benutze einen Lip Liner von Catrice in einer wunderschönen roten Farbe. Oder ich trage mir erstmal die Wimpern auf. Genau. Ich trage mir jetzt erstmal die Wimpern auf. Weil die schon trocken sind. Also es ist schon durchsichtig. Okay. Ich mache das gerne im offenen Zustand. Ja, so sieht es dann aus. Dann nehmen wir den Avon Baby Gestalt. Weiß nicht, das schmiert auch so viel rum. Ich muss auf jeden Fall hier was abnehmen. Ohne dass es so bebt. Da kann es meinetwegen auch 30 Stunden an mir bleiben, es klebt trotzdem. Ja, auch wenn ich irgendwas dran mache, es klebt und es ändert sich nicht. Nein, das ändert sich leider nicht. Ich gucke nur, dass meine Wimper da dran ist. Die will heute nicht da dran kleben. Ich glaube, ich habe zu lange gewartet. Ich muss mal jemanden auf YouTube eine andere fragen. Ist für ein Problem, Wimper? Jetzt fliegt die nächste Runde. Da können wir es auch lassen, oder? Weiß gar nicht, warum ich so ewig immer für meine Wimpern brauche. Der Essenskleber ist schon so gut wie eingetrocknet.
Deswegen kann ich den auch direkt raufpacken. Ich muss gar nicht warten. Ich bin jetzt fertig, wollte euch nochmal das Ergebnis mit getuschten Wimpern zeigen. Ich finde, auch so kann man natürlich das Haus verlassen. Ich brauche keine Fake-Lashes, um auf irgendeine Party zu gehen oder auch daheim Full-Glamour-Make-up zu haben. Ich wollte euch noch optional ein paar Paletten zeigen, falls ihr diesen Mono nicht da habt oder euch nichts kaufen wollt. Vielleicht habt ihr ja von den ein oder anderen Paletten was daheim. Zum einen habe ich so Glitzer von Make-up Revolution. So Gedöns hier. Vielleicht kennt... Oh. Sie gerade, das wollte mich verlassen. So eine Palette hier mit Glitzer. Das können wir zum Beispiel, dieses grün-goldene Glitzer, kann man einfach so auf den Finger aufnehmen, bisschen warm rubbeln. Dann hat man das hier so. Und dann für den Blick. Also ich muss sagen, so gefällt es mir auf jeden Fall super gut. Dann, wie gesagt, habe ich, wo ist jetzt der Deckel? Genau, haben wir diese Palette und es nimmt sich wirklich gut ab und trägt sich auch gut auf, trägt sich auch gut auf. Dann haben wir, wie gesagt, sowas, falls ihr eher in die Richtung geht. Oder ich habe auch sowas hier, auch super schick. Aber vielleicht könnt ihr das erkennen. So ein bisschen Glamour. Dann habe ich Color Drain Palette. Silber und Gold ist da drin und ich finde das wirklich richtig schön. Diese oder dieses Anthrazit, wirklich eine richtige Festtagspalette. Dann habe ich von BH Cosmetics diese hier euch anzudrehen. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber die hat auch wunderschöne Goldtöne und Champagnertöne. Damit kann man sicherlich einen wunderschönen Silvesterglam machen oder auch mit diesem Blau arbeiten. Das sieht richtig geil aus. Denn, ja, was will man mehr, ne? Dann kann ich euch anpriesen. Marvin. Auch diese Nude-Töne, ne, was wir jetzt so ein bisschen gearbeitet haben. Oder ich kann euch auch von OPV, Gemoja, da ist auch ein wunderschönes Gold drin. Ne? Also falls man eher so in die goldene Richtung gehen möchte und auch braun. Gedöns ist da drin, schaut mal. Dann habe ich Oshun, die hat auch wunderschöne Goldtöne. Sie hat so ein helleres Gold oder auch so ein... Ein helleres Gold, wirklich super schick, wenn man lieber so Gold. Dann habe ich auch von BH Cosmetics diese hier, Royal Affair BH, Silber und Gold und auch Beige und Braun. Also damit wäre man dann auch komplett ausgestattet. Gefällt es dir besser, Schatz? 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 Guck doch mal bitte. Warum muss ich dich immer anflehen? Mich anzuschauen. Schatz! Schatzi! Matzi, Hasi, Puppi, Bärchen. Sag doch mal deine Meinung. Hast du keine eigene oder was? So, dann haben wir diese wunderschöne Palette. Auch da kann man super schickes Make-up machen, auch ganz schlicht. Oder halt eben ein bisschen auf die Kacke hauen mit diesen Goldtönen. Es waren jetzt so ein paar Paletten, die ich euch einfach vorstellen wollte, womit man auch diesen. Was heißt das? Picobello. Gut. Dann gehe ich jetzt Picobello mich abschminken. Ich hoffe, die kleine Inspiration hat euch gefallen und wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Ciao.